In Moskau angekommen, wurden die Türen überhaupt nicht aufgemacht. Auf die Frage nach Aborno sagten die Posten nur, hier Moskau, hier keine Scheiße machen. Und es wurde Nachmittag und wir konnten immer noch nicht auf den Abort benutzen. Dann endlich wurden die Türen aufgemacht und wir durften raus. So wie wir rauskamen, ob Männlein oder Weiblein, alles fiel auf die Knie und erleichterte sich unter den Jole der Posten. Dann wurden wir verladen in kleine Transportwagen und es ging weiter. Eine Russin, die am Fenster, am Lüftungsschlitz stand, sagte, oh, das Gebäude kenne ich, das ist die Lubjanka. Und wir wurden dann durchs Tor in den Hof gefahren, ausgeladen und durch schmale Gänge kamen wir in einen größeren Saal. Hier kriegten wir das erste Mal Verpflegung, eine ekelhafte Fischsuppe und eine Scheibe Brot. Nach zwei Tagen kamen wir ins Zentralgefängnis und kamen dort mit russischen Kriminellen zusammen. Da wir natürlich Deutsche waren, waren wir auch Faschisten und es kam zu handfesten Auseinandersetzungen. Gott sei Dank ging es nach zwei Tagen weiter nach Wologda. Dort waren wir wieder ein paar Tage und dann ging es weiter. Allmählich hörte der Wald auf und öfters hielt der Zug an, weil die Strecke eingleisig war. Mussten immer warten, eine Bohren, bis der Gegenzug vorbei war. Nach längerer Fahrt, Signal von der Lokomotive, der Zug fuhr langsam und hielt. Wir mussten raus. Drinnen war es schön warm und draußen waren 25 Grad minus. Wir sprangen von einem Bein auf das andere, rieben uns die Ohren und alles. Die Posten, die hatten das gar nicht allzu weit, die hatten ihre Wintersachen an. Na, endlich kamen zwei Offiziere, übernahmen Aktenbündel und ab ging es ins Durchgangslager. Unterwegs sahen wir ein Schild in kyrillischer Schrift. Wir konnten es hier nicht lesen, aber die Russen, die sagten, Wokuta heißt das. Wir kamen dann in ein Durchgangslager und dort wurden wir eingekleidet, kriegten Wattesachen, sodass wir jetzt nicht mehr mit unseren dünnen Sachen frieren mussten. Es dauerte nicht lange, da wurden Namen aufgerufen und immer jeweils so 20, 30 Personen wurden wir dann in das Gebiet, in die einzelnen Lager gebracht. Wir waren 20 Deutsche, 6 Russen, und 2 Holländer. Die 30 Mann gingen los. Wir waren das ja nun gar nicht gewöhnt, durch den hohen Schnee zu stapfen, aber die Posten trieben uns an, bis wir vor ein Lagertor waren, wo groß drüber stand, Schacht 40. Ja. Am Abend mussten wir vor der Baracke antreten, und wurden jetzt immer zu je 15 Mann geteilt. Wir, also ich mit meinem, in den Club mit den 15, ging zum Lagertor raus. Da waren draußen
paar Steinbaracken und an der Seite standen standen Güterwaren. Es stellte sich raus, es war die Bäckerei. Der eine sprach Deutsch und sagte, nicht, er stärkt euch erst einmal, denn ihr müsst die Waren ausladen. Das waren 6 Waggons, diese Pullman-Waren, die bis unters Dach mit Mehl vollgestopft waren. Nun ging's los. Die erste, da wir nun nach 3 Jahren keine körperliche Arbeit mehr gewohnt waren, war es natürlich schwer, diese Mehlsäcke über 50, 60 Meter zu transportieren. Aber die zwei Russen, die legten uns die Säcke über die Schulter und so ging das los, dass wir den ersten Waren bald leer hatten. Wir sind dann wieder in die Bäckerei, haben uns einmal kurz ausgeruht und dann ging es weiter. Bis in die Morgenstunden waren alle 6 Waggons entladen. Ein Posten war weit und breit nicht, denn die sagten sich, die Neulinge, die reißen sowieso nicht aus. Endlich kam ein Posten und führte uns wieder in die Baracken. Anschließend ging es in die Staloba, da gab es eine Suppe, 200 Gramm Gasch und 300 Gramm Brot. Zurück in die Baracke und wir fielen um und haben geschlafen.